Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge von Everspace 2. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch gute Unterhaltung und viel Spaß. So, wir sind immer noch bei unserer Mission für den Händler. Höflich Halunken, nehmen wir an, wir kriegen dadurch deutlich mehr Kohle von ihm. Den erforderlichen, das erforderliche Tool, wovon uns Dex beauftragt hat, haben wir uns bereits geholt. Ich muss gerade mal gucken, es wird hier nicht angezeigt. Wir haben es aber gekauft beim Händler und machen jetzt seine Mission noch fertig. Höflicher Lunken, so ist es. Und dann geht es weiter Richtung Hauptmission. So, er sagt hier verstreute Ruinen. Okay, das heißt, wir haben wohl die Möglichkeit, endlich mal auf der Planetenoberfläche eine Mission zu absolvieren. Ich hoffe, dass das jetzt passt. Zeigt uns wieder was an. Zeigt uns an, unbekanntes Signal. Ach komm. Wir sind doch so gern Retter. Schieben wir das noch ein. Sieht aus, als gäbe es hier eine Basis. Ich unternehme besser was dagegen. Eine Basis hört sich doch gut an. Ein Container hört sich noch besser an. Altmetall, richtiger Schrott. Container, Altmetall. Mein Gott, wo fliege ich denn lang? Hallo! Ich will doch erstmal dich plündern hier. Sammeln hier. Das sieht nicht gut aus. Nimm's. Gesehen, da war ein Totenkopf. Schnell weg.
Totenkopf, ganz schlecht. Finden. Nix, oder? Nö. Ui, grün. Sehr schön. Eine neue Farbe. Eine richtig schöne neue Farbe. So. Was müssen wir jetzt machen? Eigentlich habe ich angenommen, dass wir... dass wir irgendwo auf dem Planeten müssen. Ich habe beschlossen, ihm zu folgen, um mir vielleicht so die von Ben dringend benötigten medizinischen Hilfsgüter aneignen zu können. Fliege nach Nerea Transitzentrum. System CETO 278. Das ist nicht hier, das ist woanders. Halt. Was ist denn das? Ach Gott, das ist hier. Alles klar. Na gut, dann hier lang. Dann aber auf direktem Wege. Jetzt werden wir keine Nebenmission mehr annehmen. Ich habe mich von dem blauen Icon blenden lassen. Dem unsere Nebenmission die gleiche Farbe hat. Nö, später.
kurz. Ah. Sie werden immer noch im Transit festgehalten. Ah, cool. Was auch immer das bedeutet. GND führt eine Bestandsaufnahme seiner Sendung durch, bevor diese an die einzelnen Stationen verteilt werden. So habe ich Zeit, nach der Sanitätskapsel zu suchen. Und die Überwachung? Keine Sorge. Die entdecken mich nicht, wenn ich es schaffe, den Strahlen des Scanners auszuweichen. Und die kann ich manipulieren, indem ich die Terminals hacke. Ja, das ist lustig. Kein Problem. Eigentlich nicht so schwer. Eigentlich. Ich habe mit dem Scanner drei Kandidaten identifiziert, die medizinische Ausrüstung bei sich tragen könnten. So, erstmal hier hin. So, schnell rein und schnell wieder raus, sozusagen. Fünf Fässer mit Socken. Toll. So, und dann den. Oh Mann, ey. Wo hab ich denn meine Augen? Okay, da warten wir noch, bis der genau mittig. Schauen wir mal. So, damit haben wir die zwei. Dann hatten wir hier noch einen. Machen wir hier mal auch was. So, jetzt haben wir hier drei Stück. Scheiße! Sie sich vom Scanboard. Ich mach's ja schon. Entschuldigung. Hör mal, vorkommen hier. Danke. Weitere Annäherungen werden sofortige Gegenmaßnahmen nach sich ziehen. Ja, war mir klar. Schnell auf den bevor ich es nochmal versuche. Ja! Komm schon. Wo bewahrt ihr die medizinische Ausrüstung auf? Ah, Mann! Ja, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Alarm deaktivieren. Während Alarm gesperrt. Ah, das ist schlecht. Wo? Das ist aber kein Alarm mehr, oder? Doch. Weißt du was? Macht das Ding jetzt kaputt, so sieht's aus. Oh, immun. Was?
Ja, das ist doch schön. So muss das doch sein. Da habe ich allerdings die Jäger gegen mich. Das ist ganz schlecht. Schutz, Schutz, Schutz. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Das wird nicht gut. So schnell kann's gehen. Ich sehe nicht. Shitty. Tja. Shit happens. Gut, sie werden immer noch im Transit festgehalten. So, das überspringen wir, das kennen wir. Ich habe mit dem Scanner drei Kandidaten identifiziert, die medizinische Ausrüstung bei sich tragen könnten. Ja, auf ein neues. Ich habe aber auch einen folgenden Fehler gemacht. Wir müssen die Station vorher hacken. Dann bleiben nämlich die Scanner stehen. Und dann haben wir ganz viel Zeit oder relativ viel Zeit, uns das genauer anzugucken. Gehen wir die Dinge ein bisschen langsamer an. Das sollte mir ein paar Sekunden Zeit geben. Genau. Fünf Fässer mit Socken. Toll. Geht's wieder weiter? Ah ja, okay. Also. Dann. Nochmal. Dann hacken, wenn er nicht direkt im Beam steht, im der Laser-Scanner-Barriere steht. Gucken, warten. So, okay, nächster. Diesmal machen wir es ohne viel Aufsehen zu erregen. Oha. Irgendein Technikkram. Warum nicht? Habe ich den noch gar nicht geschaut. So, nochmal. Na, das ist ja ganz toll hier. Den kann ich nicht machen. Ah. Die medizinische Ausrüstung auf. Okay, auf ein neues. Okay, da ist auch nichts. Knapp. Dann hier noch. Ja, Mist. Hätten wir doch mal was verkauft. Also, jetzt müssen wir hier... Ach Gott, jetzt hat er die ganzen...
Nee, kann nicht sein. Wir müssen das andere eigentlich haben. Erstmal zerstören. Hilft nichts. Das, wonach ich suche. Ja, das ist aber ganz gut, was wir da gefunden haben. Schadensbooster. Und was war es noch? Irgendwas haben wir doch noch bekommen. Ach so, hier von einem zweiten. Oh, warte mal, haben wir da einen besseren? Drei. So, jetzt. Für medizinische Ausrüstung ein. Großartig. Dex? Ja? Ich habe die Sanitätskapsel gefunden, aber sie untersteht einer höheren Sicherheitsstufe. Haben wir was zum Schlösserknacken in unserem Hangar? Wenn ich das Ding zur Basis bringen kann, bekommen wir es vielleicht geöffnet. Wir haben vielleicht etwas, aber wie willst du eine ganze Kapsel mit Supralicht bewegen? Das werde ich nicht. Das wird sie ganz von selbst tun. Ich muss nur den Hauptserver erreichen. Mhm. Okay, Hauptserver. Wo ist das Terminal? Wo ist das Terminal? Wer sucht, der findet. Mal sehen, ob meine alte Signatur ausreicht. Ja, bin drin. Überschreibe Koordinaten. Überschreiben erfolgreich. Distribution nach ODR 2. Cool. Lieferung kompromittiert. Initiiere Abriegelung. Oh. Leite verbleibende Fracht zu Bergbauaußenposten um. Verdammt! Hey, was ist los? Ich verschwinde besser von hier. Sag mir, was passiert. Keine Zeit, ich muss schnell springen. Ja, machen wir auch. Springe auf Superlicht. Es ist wohl jetzt erstmal egal ohne Ziel. Oder wollen wir die platt machen? Nee, das machen wir nicht. Das werden wir nicht schaffen. Also, Superlicht. Ich glaube, ich habe sie abgehängt. Deine Kapsel ist gerade angekommen. So, wir müssen... Beweg deinen Arsch sofort wieder hierher. Ja. Wir müssen uns unterhalten. Ja. Basis. Sehr schön.
Was hast du dir dabei gedacht? Wir dürfen nicht auffallen. Wie hast du das Ding überhaupt umgeleitet? Mit meiner GNB-Signatur. Ich musste es tun. Für Ben. Es wird schon gut gehen. Ich bin überhaupt nicht begeistert. Dann lass mal sehen, was wir da haben. Das ist ein medizinisches Labor. Schlachten wir es aus und lassen die Drohne irgendwo verschwinden. Tja. Sieht aus, als hättest du meine Ärztin gestohlen. Sie muss von meiner Basis runter, bevor sie aufwacht. Wirf sie raus! Hey, ganz langsam. Was hast du vorhin über Vertrauen gesagt? Vertrauen ist ein seltenes Gut in der DMC. Missbrauche es nicht. Warum bist du so sicher, dass sie uns verrät? Weil sie zu GMB gehört. Klar macht sie das. Bei der ersten Gelegenheit. Sie ist Ärztin. Wir könnten sie überreden, uns zu helfen. Für Ben. Tja, du bist ein Klon. Ich sollte nicht erwarten, dass du menschliches Verhalten verstehst. Denk noch mal drüber nach. Wir tauen sie auf und lassen sie selbst entscheiden. Wenn sie uns nicht hilft, können wir sie immer noch bei einem GNB-Außenposten rauswerfen. Du verstehst nicht, was auf dem Spiel steht. Warum ich hierher zurückkommen musste. Diese Tiefkühltorte könnte alles ruinieren. Wenn mehr hinter all dem steckt, solltest du es mir sagen. Es gibt etwas sehr Wertvolles in der DMC, worauf ich all die Jahre gewartet habe. Ein großer, einfacher Job. Es könnte mein Freifahrtschein hier raus sein. Und deiner auch, wenn du mitspielst. Jetzt bin ich neugierig. Komm in den Kontrollraum und ich erkläre dir alles. Ich konnte eine Nachricht an meinen Kollegen Maddox schicken. Er ist auf der Prescott-Sternbasis im Union-System. Aber ich kann das Sprungtor nicht nutzen. Du könntest mir dabei helfen. Und dort ist dieser mysteriöse Job? Nicht ganz. Wie gesagt, Maddox ist dort. Und es gibt noch mehr Leute, ohne die wir den Job nicht durchziehen können. Sag schon, wer sind deine Kollegen? Und worum geht es bei dem Job überhaupt? Alles, was du jetzt wissen musst, ist, dass es schnell gehen muss. Aber es wird sich für dich lohnen. Okay, du willst also das Sprungtor nutzen? Genau. Und deine GNB-Signatur könnte mich durchbringen. Ich weiß, dass du Fragen hast, aber es ist zu gefährlich. Ich kann dich ganz gut leiden. Ich biete dir die größte Gelegenheit deines Lebens. Ich bin bereit, eine Tiefkühlärztin aufzutauen, aber wenn sie anfängt, Ärger zu machen, kommt sie durch die Luftschleuse. Bring mich nach Prescott und du bekommst ein Ticket raus aus der DMC. Das kenne ich alles schon. Mit unserem neuen Scanner können wir jetzt einen viel größeren Bereich des Sito-Systems abdecken. Ich habe gerade die Umgebung von Nerea gescannt. Das hier kam dabei heraus. Grady und Brandt. Natürlich. Vielleicht kannst du bei deinen alten Kumpels ein paar Sprungtorschlüssel in die Finger kriegen. Ah, ich kann nicht zu meiner früheren Station zurück. Aber vielleicht klappt es auf der Neftis-Station. Wenn sie deine Signatur nicht als diejenige erkennen, die gerade ihren Verteilerhafen überfallen hat. Du überschätzt ihre Datenbanken. Vor einigen Wochen hat ein Aufseher sein gesamtes Team an Plünderer verraten. Als ich ging, war er immer noch als Mitarbeiter des Monats gelistet. Na gut. Aber bevor du gehst, musst du mir eine Sache versprechen. Die wäre? Wenn du die Schlüssel nicht kriegst, komm zurück und wir lassen uns was anderes einfallen. Nur bring nicht gleich ein ganzes Team von eingefrorenen Sprungtortechnikern mit. So, hervorragend. Und jetzt ist es, müsste es eigentlich so sein, dass wir, nein, immer noch nicht, irgendwann können wir Sachen herstellen. Es geht aber noch nicht. Okay, wir gucken mal kurz in unser Lager. Das passt soweit. Kleinwaffen, Blaster, wir heben den mal auf. Solarkollektoren. Okay. Was war das nochmal? Stopp. Schadensbooster. Erhöht den Schadenswert aller Primärwaffen um 40% für 20 Sekunden. Okay.
Genau, Routine-Upgrades, das ist schön. Dann werden wir hier in den Powerboost gehen. Auf jeden Fall. So, Upgrades. Schauen wir mal, Energiezelle. Nee, da haben wir... Haben wir da? Nee, da haben wir noch keine, oder? Doch, nee. Oh, hervorragend. Alles. Okay, dann können wir zumindest im Traktorstrahl schon mal unsere Technik verbessern. Kohle haben wir auch. So, somit haben wir jetzt Traktorstrahl Stufe 1 fertig. Reparaturen. Eisen. Fertig. Okay, das haben wir gar nicht. Credits, nein. Und Cruise-Antrieb. Okay, das fehlt noch und das auch noch. Alles klar. So. Folgen. Wieso sagt der hier? Achso, die Sachen, die im Inventar. Ah, okay. Alles klar. Meine Lieben, das sollte es gewesen sein für diese Folge. Wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder ein bisschen Sachen verkaufen. Und dann gehen wir... Haben wir die immer noch offen? Genau. Immer noch die alte Mission. Machen wir in der nächsten Mission fertig, bevor wir dann uns in die Hauptmission Wertvolles und Wertloses stürzen. Allerdings wäre es da sicherlich nicht schlecht, dass wir uns da erst das Level 5 holen. Weil ein Level oder zwei Level über euch ist schon bockschwer. Und ihr seht, wie schnell man auch sterben kann. Und dann muss man entsprechend dieses Kapitel neu spielen. Alright. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao.